Ich habe schon lange nicht mehr so früh ein Part aufgenommen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich musste gestern noch meinem Kollegen helfen umzuziehen und heute muss ich noch mal vorbeigehen und meine Schwester kommt da noch vorbei, die will auch noch was von mir. Oh, alle wollen was von mir. Okay, Moment, ist gerade aufgefallen wegen diesem Stein hier. Irrlichtwald, könnte es sein, dass hier... Ich weiß nicht. Ah, oh, die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn man es berührt. Ich schätze mal, das könnte auch schon hier sein. Das müsste ich mal austesten. Aber nicht jetzt, ich hab... Oder Moment, ich hätte noch eins auf das... Nein, ich lasse es mal so bleiben. So, wir gehen mal hier nach unten. Ich habe gehört, dieser Irrlichtwald ist so wie bei The Legend of Zelda Ocarina of Time, der einfach immer wieder verändert wird. Und das ist ein bisschen doof, da ich irgendwie... Oh, Doppelkampf. Doppelkampf. Oh, komm schon, die kleinen Biester hier, die müssen wir nach Hause schicken. Wir wollen die stärksten Zwillingsschwestern der Welt werden. Wir wollen die stärksten Zwillingsschwestern der Welt werden. Warum müssen die immer alles zweimal sagen? Es sind Zwillinge, na schön, Nala und Nille. Ich schätze mal, die haben Pichu. Nein, sonst irgendwelche Mobs. Oh mein Gott, das ist falsch. Sie haben zu viel gegessen. Okay, Parfines und Sabayone. Ich schätze mal, das sind Fee-Pokémon da drüben und das andere nicht. Ich mach mal einfach Psychoschock darauf. Und die Momo, oh mein Gott, nein, das war jetzt nicht toll. Das war jetzt gar nicht gut. Egal, ich mach Sternschauer einfach, dann kann ich beide angreifen. So! Haut mal drauf, was ihr so habt. Bums! Ah, nicht tot. Sternschauer, vielleicht jetzt tot? Nein! Oh mein Gott, die haben... Wetter für Verteidigung. Wettwechsel? Tauschfähigkeit mit dem Ziel. Alles klar. Wieso nicht? Du machst Saboya mal. Du machst einfach mal Ruckzuckieb auf Parvines. Schauen wir mal. Ist es hinüber? Jawohl. Oh, sehr schön. Gut eingeteilt. Gutes Team. Okay, so, das sind die... Glaciola auf Level 58. Psychoschock? Das ist was. Nicht gut. Okay, das war's, soweit ich jetzt gerade so gedacht habe. Und dann mit Ruckzuckieb wird das... okay, wechselt automatisch. Sehr gut. Ich hatte schon gedacht, ich habe kein Pokémon ausgewählt. Nein! Aber die Momo ist halt schlau und greift einfach das andere an. Ja! Sie haben was im Köpfchen. Wir haben verloren. Aber wir wollen noch immer die stärksten Zwillingsschwestern der Welt werden. Absolut. 3392 Taschengeld bekommen. Okay, so, haben wir das? Das heißt, ich müsste mal wieder zurück zum Irrlichtwald kommen mit einem Evoli. Und ein schönes Level-Up machen. Moment, ich sehe hier was. Was? Gegner. Rate mal, wer Pokémon kämpfe. Am meisten liebt auf der ganzen Welt. Ich. Ach nee, nicht schon wieder. Viel Pokémon. Ahoi. Ja, ist es. Ein Fee-Stahl-Pokémon ist das, glaube ich. Soweit ich noch weiß. Also. Ich mach Kraftvorrat, glaube. Nein, Kraftvorrat ist was anderes. Ich hab's schon wieder vermasselt. Heilblock, gerade. Heilung von Psyango wurde verhindert. Okay. Alles klar. Kann ich mal. Ich hasse das Geräusch. Donnerblitz. Schauen wir mal. Oh, das geht auch. Okay. War besser. Ja, ist ein Fee-Stahl-Pokémon. Alles klar. Was mich ein bisschen verwirrt ist, dass Donnerblitz effektiv ist gegen Stahl. Also nicht sehr effektiv. Also, ja. Nicht sehr effektiv. Okay, so. Wir bekommen diese Erfahrungspunkte sehr gern. Azumarill. Ach nee. Azumarill hat sicher wieder so eine Fettschicht, wo man Donner
Blitzattacken. Ah, oder auch nicht. Nein! Es ist nicht tot! Ui, da packst du aber mal richtige Attacken raus. Hydropuppe. Ich aber auch. Ja, 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 ja. Boah. Ah, es ist schon hinüber. War Pokémon-Kämpfe so sehr lieb wie ich? Der steckt auch Niederlagen liebevoll weg. Und ich bekomme weniger Taschengeld von ihr, von den anderen, weder von den anderen. Schnüff. Okay, so, Moment. Hier geht's. Ich wollte noch nicht nach runter. Moment. Da ist auch noch was Komisches. Ein Baum? Mit. Oh mein Gott. Okay, hier geht's noch. Schauen wir mal. Wo sind wir? Okay, dieser Boden haben wir noch nie gesehen. Der scheint mir richtig zu sein. Alles klar, wir sind im Pokémon-Dorf angekommen. Moment, da vorne sieht ein Stahl, der sieht mir sehr stark aus. Ich glaube, ich heile nur mal schnell. Hypotrank. Scheiße, nur noch 24. Oh nein, wir werden alle sterben. Hey. Wen erinnert mich das? Der kommt mir bekannt vor. Hallo, guter Freund. Oh, gehen alle weg. Oh, ich hätte wohl duschen sollen. Weißt du, wo du hier bist? In einem streng geheimen Dorf. Du weißt schon, im Pokémon-Dorf. Alle Pokémon hier sind Flüchtlinge. Geflohen von bösen Menschen, die nicht gut zu ihnen waren. Eine Schande, wie viele herzlose Trainer es gibt. Naja, und manche der Pokémon waren auch einfach nur zu stark für sie. War aber kein Platz in der Welt da draußen. Oh, alles klar. Dein Pokémon-Team schätzt dich wirklich sehr. Ihr habt zusammen schon viel Schönes erlebt, was? Hey, ihr könnt alle rauskommen. Dieser Mensch hier ist in Ordnung. Ah, dann kommen alle wieder. Ich mach mir manchmal eben Sorgen und schau hier nach dem Rechten. Na, du weißt schon. Oh, entschuldige bitte, wie unhöflich. Ich habe mich eher noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Galanto. Und ich bin der Arenaleiter von Fractalia City. Lass mich raten. Du willst mich herausfordern? Ich? Nicht doch. Genau. Ja, das dachte ich mir schon. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Ich werde in der, du weißt schon, Arena auf dich warten. Aber spiel doch noch ein wenig mit dem Pokémon hier, bevor du kommst. Tut dir sicher ganz gut. Okay, ich schätze mal, meine Pokémon mögen mich wirklich, weil bei meinem Kollegen hatte der einen Kampf wollen, weil er ein schlechter Trainer war. Okay, wir gehen noch ein bisschen spielen. Hallo. Na jo, das Pokémon hat ja was in der Schnauze. Eine Rospelbeere. Oh, danke. Uff, uff. Wow, wow, wow. Anu, das Pokémon hat ja was in der Schnabel? Prachtfeder. Okay. Wow. Jimmy Chirp. Was ist mit dir? Ah, ich hasse dich. Du hast nichts in der Schnauze. Du auch nicht. Oh, okay, aber Pokémon-Kämpfe gibt's hier. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, okay, eigentlich müsste man gegen diese Pokémon ja eigentlich kämpfen. Donnerblitz, macht's der Falle? Nein. Schade. Psychoschock? Nein. Psychogenese? Auch nicht. Kraftvorrat? Auch nicht. Dann flüchten wir. Du bist gekommen. Yay! Okay, ansonsten hat der Arenaleiter keine Freude an uns, wenn wir das machen. Miau. Gibt's sonst noch wer, der mir was spenden will? Spenden für die Armen! Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Höhle, wo jemand davor steht, das kommt mir bekannt vor. Erste Generation. Was ist das? Ein Relaxo liegt auf dem Boden und schläft ganz tief und fest. Alles klar, man sieht es nicht gut, aber wir haben es gefunden. Großer Erfolg. Gut, wir haben eigentlich noch sehr viel zu machen hier in dem Irrlichten Wald. Deswegen würde ich mal sagen, wir beobachten den einfach noch mal ein bisschen. Wir sind von oben gekommen, oder? Können wir hier mal rechts lang?
Dieser Baum kommt mir bekannt vor. Aber nein. Oh, Metallkraut. Zum Glück bin ich immer neugierig und klicke einfach immer alles an. Außer das Popo von einigen Menschen. Okay, so, Moment, von unten sind wir gekommen. Wir gehen mal links um. Links, 2, 3, 4, links. Hä? Da waren wir... Moment. Da unten geht's weiter ins Pokémon-Dorf. Okay, links ist nichts. Kein links, 2, 3, 4. Dann gehen wir nach oben. Okay, der habe ich jetzt mal auch angeklickt, aber da kam nichts. Blöder Baum. Okay, gegen diese haben wir gekämpft. Hier links oben sind wir noch nicht gegangen. Ich mach mal den Pokémon. Den Item-Radar mache ich mal schön an. Von hier oben sind wir auch nicht gekommen. Ich gehe mal hier weiter. Ah. Hä? Okay, da ist was oben. Da ist was oben. Oh, tut mir leid, dass es so leise war. Aber hier ist gar nichts mehr. Da ist eine Sackgasse. Okay, haben wir das. Da oben geht's nicht weiter. Oh mein Gott, ich werde mich noch sowas von verlaufen. Ich weiß das jetzt schon. Okay, dann gehen wir mal links. 2, 3, 4. Wo sind wir? Nein, kein Zerschneider. Oh mein Gott. Ich brauche ein Pokémon in meinem Team, das ich einfach alle VMs geben kann. Oh, das würde so viel einfacher gehen. Das habe ich früher immer gemacht. Okay, ja, wir geben es der Momo. Zerschneider beibrachen? Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Schauen wir mal. Mondschein ist toll. Kann ich alle auf die Nerven gehen. Ruckzuckieb, Steinschauer gegen alle anderen. Ich glaube, ich nehme Ruckzuckieb weg. Obwohl das ein bisschen schade ist, weil man... 1, 2 und 3... Und der Rückzugkeep ist vorbei. Doch jetzt können wir Zerschneider einsetzen. Also, endlich. Hallo. Okay, er will kämpfen. Ja, na komm her. Zeit für ein bisschen Muscle Arts Style. Oh mein Gott, das ist Michael Jackson, letzter Kind hoch. Der Herrmann. Michael Herrmann. Ist das... Nein. Das ist keine Unterentwicklung von Pikachu, oder? Nein. Didin, das ist ein... Ein Blitz-Pokémon. Oh mein Gott, ich habe es so lange gebraucht. Ladostoß! Okay, ich hätte... Danke. Danke dir, du bist so lieb zu mir. Was, Supertrank? Schweinerei. 50 KP mehr. Was, du hast so wenig... So wenige Lebenspunkte? Cool. Warum nicht? Jetzt bist du hinüber. Der Däne ist nicht mehr. Hast du noch was? Hast du noch was? Hä? Bietest du noch was? Oder ist es alles gewesen? Es ist alles! Naja, allzu stark war jetzt nicht. Kann ich nochmal eine Beere einsetzen? Oder ich wechsle mal wieder... Oder? Moment. Was hast du eigentlich für ein Level? Jetzt sehe ich nichts mehr. Danke vielmals. Dann machen wir mal die Paralyse weg. Okay, wir brauchen Beeren. Beeren, Paralyse, Vergiftung, KP, Paralyse. Oh mein Gott, nur noch 37. 63, okay, dann lasse ich Psyago noch auf dem Anfang, denn man levelt ein bisschen schneller als sonst. Oh, ich wollte doch nur den Pokéball haben. Das sieht klasse aus. Oh, das sieht so cool aus. Hypnomorba. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Gefällt mir. Ich will es fangen. Ich will es haben. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Ich kann es jetzt nicht mehr mit dem angreifen, aber Kraftvorrat vielleicht. Schauen wir mal. Oh. Ah, sehr gut. Okay. Es ist nicht sehr effektiv. Das heißt, ich mache einfach mal Psycho-Chinese. Ansonsten schaue ich einfach, dass Hypnomorba wieder nochmal vorbeikommt. Oh, verdammt! Tut mir leid! Ich wollte das nicht! Das ist tot! COD! Protein! So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, hier noch ein bisschen rumzugammeln. Weil hier irgendwo ein Item stecken sollte. Aber wo? Aha! Ein Wiederball!
Okay. Kann man gut Pokémon fangen, die man schon gefangen hat? Ja, das weiß ich noch. Okay, ich will jetzt das coole Pokémon noch haben. Ich will es noch haben. Ich will es haben. Komm. Komm vorbei. Ja, wenn man die Pokémon will, dann kommen sie wieder nicht. Ist doch immer so. Ah, bitte, 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 bitte. Bitte sei nicht böse. Okay, sonst ein komisches Vieh? Schnüffler. Okay. Boah. Psychoschock. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist hinüber. Nein. Okay, sehr cool. Okay. Diese Attacke sah cool aus. Hat mir richtig Angst gemacht. Okay, schauen wir mal. Überlebst du's? Jawohl. Holz, was? Was sind das für Attacken? Die sehen cool aus. Oh mein Gott, die coolen Pokémon kommen alle und ich bereue jetzt, dass ich die einen Pokémon in meinem Team genommen habe. Wieso? Okay, oh mein Gott, ich brauche noch ein paar Hyperbälle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mal eine Folge machen sollte, an dem ich... Oh mein Gott. Eine Folge machen, an dem ich einfach Pokémon fangen tue, mit Beschleunigung. Ich weiß es nicht. Wäre schon was. Also wenn der jetzt nicht drin bleibt. Geht doch. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Trombock. Willkommen in meiner Box. Yay. Ein Pokémon mehr. Und es kommen noch viel mehr dazu. Okay, schauen wir mal. Trombock. Oh, ich hätte noch lesen wollen. Ich wollte doch nur lesen. Okay, ich will jetzt das coole Pokémon noch haben. Ich will es haben. Sieht cool aus. Sieht cool aus. Nein, nicht du. Oh. Von denen hat es wieder tausende von denen im Gebüsch. Vom anderen gar nicht. Okay, Flucht. Du bist gekommen. Sehr schön. Ah, wenigstens können wir fliehen. So, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und. Sehr schön. Okay, jetzt mache ich einfach mal Psycho-Chinese. Ganz am Anfang. Mal schauen, wie viel das abzieht. Psycho-Chinese. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache jetzt noch Kraftvorrat. Das sollte ausreichen. Schauen wir mal. Da können wir es fangen. Das können wir es fangen. Nochmal Kraftvorrat. Das hat nicht getroffen, deswegen machen wir es einfach mal. Wow. So, ich glaube, das sollte ausreichen. Oh, Psycho-Chinese. Kannst du auch? Psycho-Chinese. Sehr schön. Sehr getroffen. Autsch. Oh, ich freue mich schon auf heute Abend. Wir gehen mal wieder asiatisch essen. Und das Restaurant ist super. Oh, ich liebe es. Okay, so. Bleib bitte drin, du siehst cool aus. Du gehörst mir, du gehörst in meine Box und vielleicht irgendwann mal in mein Team. Nach der Liga. Ja, dann könnte sein, dass ich mein Team ein bisschen ändern tue, damit ich ein paar andere Pokémon auch noch ins Kampfgeschehen reinbringen tue. Okay, sehr schön. Wir haben es gefangen. Okay, das will ich jetzt wirklich lesen. Erzählungen zufolge machen sie sich einen Spaß daraus, in sternklaren Nächten von schlafenden Kindern Besitz zu ergreifen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das klingt übel. Bitte nicht. Nein, die haben Kinder. Okay, so, haben wir das? Und lang geht es jetzt. Von hier unten sind wir gekommen. Da oben war nichts, Sackgasse. Das heißt, wir gehen mal hier nach unten. Nee, von hier nach unten geht's zu diesem Baum und nicht mehr weiter, also zum Pokémon-Dorf. Was wir gefunden haben. Das Blöde ist, man muss immer durch den Wald laufen, um ins Pokémon-Dorf zu kommen, oder? Also, soweit ich das jetzt mal so rausgefunden habe, muss man immer durch diesen Wald laufen. Oh, da unten gibt's auch noch einen Weg. Und hier gibt's am Baum wieder was. Gegengift! Was bist du für eine? Bist du einfach ein Trainer oder eine spezielle Person? Hallo? Hallo, bist ein Trainer, okay. Zeit für ein bisschen PR-Arbeit in Sachen Pokémon. Pokémon-Rache-Arbeit, oh mein Gott. Poké-Fan Sophia setzt Snubbull ein. Och nö, nicht schon wieder so ein Vieh-Pokémon. Warum haben alle immer diese blöden Pokémons? Oh. Oh, Pokémon. Ach, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass es die Pokémon heißt und nicht die Pokémons.
Ja, ich komme von der alten Generation her, halt. Und da ist die Rechtschreibung nicht allzu wichtig gewesen. Aber ich hab's versucht. Wenigstens bin ich bei Bravely Default langsam auf Peak gekommen und ich mir Potsch! Red Bull. Oh, der Bulle, der kommt ins Schlachtfeld. Schauen wir mal, es gibt sicher lecker Fleisch. Psycho-Chinese. Oh, er hat überlebt. Ich aber nicht. Okay, du bist böse. Nein, Momo 66, Glaziola 48. Oh, nehmen wir mal die Glaziola wieder rein. Ach, schon lange nicht mehr der Sound gehört von ihr. Ah, sehr schön. Ja, Bodycheck. Was so? Nein! Oh! Was soll man machen, das ein Trainer? Hör auf damit! Jetzt überlebt er noch. Na klar! Ice Ice Baby! So, der Rülpse der Woche. Der Folge. Und jetzt haut sie noch einen Volltreffer hin. 59! Ah, die Momo erreicht auch noch einen Level von 67 und Fiaro Level 63 und sonst niemand mehr. Entzückend. Gibst du mir was? Du siehst speziell aus. Meine Pokémon haben trotzdem alles gegeben, deswegen bekommen sie jetzt ein leckeres Puffle. Ja, Puffle. Okay, Moment, ich brauche einen Beleber. Ja, die Folge, die geht ein bisschen länger. Habe ich das Gefühl, bis man den ganzen Wald hier noch gesehen haben. So, Psyaugon ein bisschen heilen. Und dann würde ich mal sagen, Pokémon tauschen. Die Glaziola kommt mal nach vorne. So. Sehr schön. Habe gar nicht gewusst, dass Glaziola und Yannick so weit unten sind. Oh, so weiter Weg. Und doch ein Pokémon. Können wir es fangen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich flüchten oder nicht? Schnüffler, Glücksei. Oh mein Gott, sie können jetzt klauen oder was? Ich will nicht, dass sie Glücksei klauen. Das wäre böse. Okay, eins hat's abgewehrt. Ah, du bist böse. 4 auf einen Streich. Das gibt Erfahrungspunkte. Oh yeah. Oh, Bitch Slap Move. Okay, so, ich glaube, das Eisodem wird ausreichen gegen den Letzten. Jawohl! Ein Volltreffer! Gibt's sehr viele Volltreffer, das Eisodem, habe ich das Gefühl. Yannick Reich, Level 59. Jawohl! Okay, so, das haben wir. Die Frage ist jetzt nur von... Nein, von da sind wir noch nicht gekommen, oder? Oder war da schon der Eingang? Hier geht's noch nach oben. Da waren wir auch noch nicht. Das war diese Wiese. Ach so, da waren wir noch nicht. Hallo, eine Zitarnsbeere. Okay, Paraheiler. Für das habe ich jetzt mein Leben geopfert. Habe ich wieder Item? Ja, der Itemkadar, der ist noch hier. Oh. Okay, so. Gibt's hier noch was Neues? Oh, ein Noctuo. Ist schon... Nee, ist noch nicht Abend. Was macht Noctuo hier? Es ist nicht nachts. Also, dann... Schau mal, bist du tot? Dann ist auch gut. Wenn ich... Okay. Schon wieder ein Volltreffer. Das ist unglaublich. Oh, ich liebe den Sound von Pokémon-Spielen. Ich habe jetzt noch... Ein Item habe ich noch gesehen, aber... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Dieser Stein, der wird noch eine wichtige Sache machen. Okay, hier ist der Anfang. Ich will jetzt den Hyperball noch finden. Aber wie? Ach so. Okay, da waren wir noch nicht. Hyperball. An Wiesentafel. Okay. Oh mein Gott. Oh, das heißt, wir müssen über die Wiese laufen, damit wir irgendwelche Wege noch sehen. Juppa. Ich glaube, ich setze da fast mal Topschutz ein. Ansonsten... obwohl die Köpfe, die gehen...
Hier tummeln sich fähige Trainer aus aller Welt, um zu kämpfen. Willst du auf den Kampfplatz oder können auf die Probe stellen? Yeah, will ich nicht. Da, dieser Pokémon, ich will den haben. Wir gehen mal hier entlang. Aber da war Sackgasse, oder? Hier sehe ich nichts. Okay, ich brauche Tipps. Gewusst wie. Auch in den PC-Boxen kannst du jederzeit prüfen, welche Attacken ein Pokémon beherrscht. Oh. Hab ich gehört. Ich will dahin. Ich will dahin. Wie komme ich dahin? Du bist nicht mehr. Du bist nicht unter den Lebenden. Ich will jetzt echt dahin. Muss ich nochmal von da innen? Von da, Vater, von da innen noch irgendwo ran? Geh weg. Nein, wir sind jetzt einfach weiter oben. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann gehen wir mal raus. Runter? Okay, jetzt fängt's an. Was ich hassen tue. Ich gehe irgendwo entlang und merke, hier war gar nichts. Deswegen war's nutzlos. Da ist noch ein Baum. Da, seht ihr das? Da war ich ja schon. Und hier geht's natürlich nicht weiter. Nein, das habe ich nicht übersehen. Alles so gut. Hier ist noch ein Item. Das war vorhin doch nicht hier. Mini-Pilz. Okay, oder bin ich jetzt wieder irgendwo anders? Hier geht's nach unten. Da war ich noch nicht. Großer Erfolg. Oh, Zerschneider. Oh, zum Glück haben wir Zerschneider. Okay, wir haben einen neuen Weg gefunden. Vielleicht gibt es noch hier ein Pokémon Center, damit wir hier hinfliegen können. Ich will jetzt noch nicht da reingehen. Nein, will ich nicht. Wir gehen noch mal nach oben. Hier gibt's nämlich noch ein Item. Ein Duftpilz. Okay, ich habe keinen Plan, was diese Pilze eigentlich so machen. Sollten wir vielleicht mal anschauen. Oh, ein X-Treffer noch dazu. Hat sich doch schon mal gelohnt, hier wieder zurückzukehren. Was ich aber nicht verstehe, wieso ich plötzlich hier hingekommen bin. Hat es sich auf sich, weil ich rein und raus bin an dem anderen Ort? Moment, hier sah es was danach aus. Hier geht's doch weiter nach unten. Oh, Verarschung pur. Oder müssen wir das anklicken? Nein, nein, auch nicht. Okay, gehen wir hier weiter. Sind wir bei... Oh, wir haben es geschafft. Ja, kämpfen wir. Mit meiner Schwarzmagie zaubere ich ein Pokémon aus meinen Pokébälle. Abracadabra und los! Ja, es ist gestört. Exostella. Tromborg. Haben wir gesehen, ne? Ja, genau. Oh, der ist schnell hinüber. Okay, ich glaube aber, ich mache Blizzard und nicht Eisoder. Ich hoffe mal treffe. Ah, wer hat die Abteilung? Abgrund. Versucht den Gegner mit sich zu nehmen. Oh mein Gott, nein. Nein. Wenn er jetzt tot ist, bin ich auch tot. Bitte nicht. Das ist sehr effektiv. Tomon wurde besiegt. Bitte nicht. Nimmt den Gegner. Nein! Wieso? Wir haben gewonnen. Meine Schwarzmagie wirkt nicht. Eure Weißmagie strahlt wohl zu hell. Weißmagie, wir sind heilig. Okay. Tada! Oh, ein TM53 Energieball. Oh, das ist cool. Danke. So, die Frage ist jetzt nur, muss ich jetzt alles zurücklaufen? Schauen wir mal. Nein, wir sind wieder an einem anderen Ort. Okay, da haben wir das rausgefunden. Und ich schätze mal, wir sind jetzt überall gewesen. Deswegen mache ich mich aus dem Weg. Raus aus diesem verrückten Wald. Denn wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben, glaube ich, alles aufgenommen. Wir waren auch an einem versteckten Ort. Ich war falsch gelaufen. Und ich hätte auch nicht über diese Wiese laufen sollen. Was kommt noch? Ein anderes Pokémon. Okay. Es geht los, Momo. Die Momo. Okay, Sternschauer.
Da sollten, glaube ich, alle hinüber sein. Nein, nur eins. Oh, die haben einen Pokéball auf dem Kopf. Cool. Ich könnte... Nee. Ich könnte doch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, ich könnte jemand fangen, aber das Problem ist, man kann sie nur einzeln fangen. Das ist doof. Bitte. Oder soll ich sie jetzt einfach einzeln noch zerstören? Hört auf damit! Hört auf! Wow! So viel Gehalt. Krass. Okay, Zerschneider auf Tampignon. Tarnbichnon. So, er ist hinüber. Ich fange mir jetzt eins. Es geht mir zwar ein bisschen länger, aber lachtuft. Aber es ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr fliehen. Fluchtwert von... Ah, okay. Was ist das denn jetzt? Pflanzt seine Wort... Die heilen einfach. Ach so ist das. Jetzt heilen die sich immer. Das ist doof. Zerschneider auf den hier. Das ist ein bisschen doof. Man weiß nicht, welcher das welcher ist. Irgendwie. Einfach, also man sieht es nicht gut. Ich weiß zwar, wie die Reihenfolge jetzt so aussieht. Aber trotzdem, ich finde es ein bisschen schade, dass es so wenig sieht. So. Gleich ist es soweit. Und ein Tarnbichnon gehört mir. Mir ganz alleine. Oh mein Gott, sie heilen sich. Sie heilen sich. Zerschneide auf diesen Niesen. Ja, der ist hinüber. Erinnert sich an meinen Rat und Volltreffer. Ja, das war jetzt nicht so wichtig. Was, du bist eingeschlafen? Momo ist eingeschlafen. Warum das denn? Warum ist es einfach schon eingeschlafen? Ja. Schläft tief und fest. Hör auf, dich zu heilen. Jetzt ist nein. Nein. Bälle. Ein Pokéball. Ich glaube, das sollte ausreichen. Pokéball, los. Ich darf einfach nicht den Meisterball werfen. Ansonsten nervt mich das. Ich brauche den. Unbedingt. Mit einem Megasaurus. Nein. Bis ich das gefangen habe, ist es wieder voll. Ich nehme einen Hyperball. Geht's besser. Hoffe ich mal zumindest. Komm schon, komm schon. 1, 2, 3, du gehörst in die Box. Jawohl. Oh, Tarnbichnon, herzlich willkommen in meiner Box Nummer 3. So, das war wohl das Letzte. Was haben wir denn hier Schönes? Es ist gemustert wie ein Pokéball. Es lockt damit andere Pokémon an, um sie dann mit Giftsporen zu besprühen. Oh mein Gott. Sie ist böse. Aber warum sollte das Pokémon anziehen? Eher Pokémon-Trainer sollte das anziehen. Oh, ein Pokéball. Will ich haben. Und dann ist er tot. Und jetzt muss ich irgendwie... Ah, ich habe den Weg gefunden. Sehr schön. Yay. Großer Erfolg, wir haben den Weg gefunden, raus aus diesem Irrlichtwald oder Irrwald. Ach, sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, wir werden irgendwann mal nochmal dazu zurückkommen, in diesen Wald. Mit einer bestimmten Sache. Und dann werden wir mal schauen, was passiert, wenn man mit einer gewissen Sache da reingeht. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Y. Ciao. Nochmal schnell heilen fürs nächste Mal und dann geht's ab in die Arena.